In fast allen Lokalen gehört es mittlerweile zum guten Ton, dass man auch was für die Kleingäste parat hat. Kinderkarten und Gerichte, Hochstühle und für die Wartezeit gibt es Ausmalbücher und bunte Stifte. Als eine Familie solch ein Lokal verließ, sah der Mann etwas, was sein Leben verändern sollte. Der Vater sah, wie alle Wachsmalstifte in den Müll geworfen wurden. Viele davon wurden gerade einmal benutzt. Am selben Abend machte der Vater sich schlau und fand Erschreckendes heraus. Jedes Jahr landen allein in den USA fast 35 Tonnen gebrauchte Malstifte auf der Deponie. Diese Verschwendung wollte er nicht länger dulden. Er fuhr zurück ins Lokal und holte die Stifte aus dem Müll. Dem Geschäftsführer bat er, alle gebrauchten Stifte in Zukunft für ihn zu sammeln. Auf dem Heimweg bat er auch noch andere Lokale. Das war der Startschuss für die Buntstift-Initiative. Mittlerweile kommen jede Woche massig viele Buntstifte bei ihm an. In der eigenen Küche werden diese dann einmal die Woche eingeschmolzen und zu neuen Stiften gepresst. Pro Pressvorgang entstehen so 96 neue Stifte. Das Schönste dabei ist, dass der Vater sich dabei keine goldene Nase verdient, sondern all seine Stifte an Schulen und Krankenhäuser verschenkt. Dazu sagt er, wenn diese kleinen bunten Stifte dazu beitragen, dass die tapferen Kids ihre Krankheit wenigstens für ein paar Momente vergessen, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Alles Gute auf der Welt beginnt meist mit den kleinen Dingen. Und wenn es auch nur eine kleine Idee mit Wachsmalstiften ist.